Hier ist die Frau, deren Zauber mich hierher gebracht hat. Hey, schönes Weib. Wer bist du? Danke, ihr Geister. Du bist gekommen. Ich fürchtete, deine Ankunft war nur eine Vision. Aber da stehst du nun. Olmec, der heilige Krieger. Preiset die Götter. Unsere Gebete wurden erhört. Zähme deine Zunge, Weib. Ich habe nach deinem Namen gefragt. Also? Oh, vergib mir. Ich heiße Teteo. Ich bin das Dorforakel. Warum hast du mich begrüßt und nicht der Häuptling? Er muss das Dorf instand setzen, großer Krieger. Er ist als einziger Mann übrig geblieben und muss uns gegen Quetzalcoatl verteidigen. Vergib uns, aber wir sind nur noch wenige. Was ist los hier? Warum wolltet ihr mich sehen? Es ist Quetzalcoatl, heiliger Krieger. Er ist wieder da. Was ist das für ein Quatsch? Der sitzt auf seinem ehrwürdigen Thron im Himmel und nicht an diesem unseligen, verdreckten Ort. Nein, nein, heiliger Krieger. Er ist wirklich zurückgekehrt, so wie es auf der Mauer des Kummers vorhergesagt wurde. Wenn du die Wahrheit sagst, dann muss ich ihn sehen. Wo ist er? Er steht oben auf dem Zornesberg und will mit seinem Zauber das Blut der Erde über uns bringen. Steht der Jaguar-Tempel noch? Ja, er hat der Flut und den Erdrutschen widerstanden. Quetzalcoatl versucht jetzt mit dem Blut des Zornesberges den Tempel zum Schmelzen zu bringen und den Rest des Dorfes zu zerstören. Eure Sage erwähnt auch kahlköpfige Otonmi-Krieger. Wo sind die zu finden? Quetzalcoatl hat sie abgeschlachtet wie wehrlose Kinder. Jetzt ziehen ihre vom Zauber gebannten Schatten durchs Land. Schatten, sagst du? Können die denn noch kämpfen? Nein, ehrwürdiger Krieger. Es sind verlorene Seelen im Niemandsland zwischen Leben und Tod. Ihre Wehrlosigkeit gegen den Zauber hat sie in den Irrsinn getrieben. Die Geisterstimmen wispern nur noch sinnloses Zeug. Band des Kummers. Bilder, die die Geschichte des Dorfes erzählen. Sind die heiligen Feuers. Im Tod habe ich viel Kraft gesammelt. Die Seelen der kahlköpfigen Otomni-Krieger stärken meine Magie. Er ist zu mächtig. Wie kann ich ihn nur zerstören? Vielleicht finde ich ein paar Talismänner in der Nähe. Statue. Der bebende Erdzauber hat sie instabil gemacht. Das Blut der Erde bildet einen Fluss, der jetzt frei fließen kann. Thank you.
Opfer sind an dieser Stelle gebracht worden. Manche für Gutes, manche für Böses. Dieser scheint sehr jung gestorben zu sein. Geist, was sagst du? Eine Schlacht. Tod. Niemals Ehre. Im Kampf. Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? Silonen. Jüngster Krieger. Des Stamms. Ohne Erfahrung. War das dein erster Kampf? Und letzter. Niemals mehr. Kämpfen. Was war dein Rang als Kriegergeist? Jüngster des Stamms. Heftig gekämpft. Aber dann tot. Wie alle. Ehre geht mit Mut einher, junger Geist. Dein Mut als junger Krieger war ehrenhaft. Trag den Kopf erhoben. Kann nicht, weil in erster Schlacht getötet. Fluch für die Ewigkeit. Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? Wie bist du zu diesem Namen gekommen, Schattengestalt? Kriegergeist. Keine Angst, junger Krieger. Das Dorf ist nicht verloren, solange ich atmen kann. Gefallener Krieger? Tepiktok durchstreifte die großen Gewässer. Heute der See. Ein Fischer? Ja, und Krieger und Ehemann. Warum stehst du hier, du Gefallener? Was bedeutet dieser Totempfahl für dich? Bleibe ruhig viel. Tempel des Windes. Beschützen. Selbst im Tode. Ich will dem Tempel nichts Böses. Ich bin Olmec, heiliger Krieger. Lügen und Intrigen. Yes, sir.
Du bist verwirrt, verlorener Krieger. Ich sage die Wahrheit. Quetzalcoatl ist auch mein Feind. Nun tritt zur Seite, damit ich in den Tempel kann. Beweise. Beweise die Wahrheit deiner Worte. Stell dich fest, bevor du vorbei kannst. Wer war deine Frau? Sie, die mein Herz hat. Ich meine ihren Namen. Wie ist ihr Name? Wenn sage, nicht verletzen. Was war dein Rang als Kriegergeist? Jung war ich, aber älter als Ometoch. So sei es. Was für ein Test soll es sein, den es zu bestehen gilt? Geschenk. Nie gegeben, Frau. Ein Geschenk für deine Frau? Welcher Art? Funkelt, Kreise, Hals. Eine Halskette? Nun gut, ich werde eine für sie finden und dann? Nein, besonders angefertigt. Heiligster aller Krieger, du musst das Blut finden, das einem heiligen Herz entspringt und einem Herz, das nicht blutet. Diese beiden Opfer müssen von hier in einer Schale dargebracht werden. Dann darfst du den Tempel des Jaguars betreten. Von dem bösen Gott getötet worden. Geist, was sagst du? Versagt. Alle konnten sie nicht aufhalten. Den einen. Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? Nixquartle, ältester Kriegssäugling. Du warst der Häuptling? Ja, siegreich in vielen Schlachten. Was war dein Rang als Kriegergeist? Kriegsanführer, ältester Krieger. Hältst du dich für einen Versager? Warum, wo du doch den Heldentod im Kampfe gestorben bist? Ehre nicht. Versagt. Doch besiegt. Von nur einem. Was sucht dieser noble Krieger hier? Geist, was meinst du? Bitte. Niederlage. Verflucht zu Geistern. Welchen Namen hattest du in der Welt der Lebenden, gefallener Krieger? Sintiotl. Furchtloser Krieger.
fünfköpfigen Otonmi-Krieger? Ja. Grausamer Zerstörer. Was für ein Krieger warst du, Geist? In deiner Blüte. Älter als der Pickdock. Jünger als Sweetlock. Der Lebenden, gefallener Held. Wizio, Hüter des Krieges, Sohn des Tezakatl, Dorfhexenmeister. Du bist der Sohn von Tezakatl? Ja, weise. Alter. Was war dein Rang als Krieger, Geist? Kämpfer. Vier Schlachten. Junger Bruder. Von Mixquatl. Welcher Schande schämst du dich, du Tapfer? Konnte nicht aufhalten. Einen Krieger, unser ganzer Stamm, versagt gegen einen Mann. Das Orakel dich mit Erfolg hierher gebracht hat, obwohl es mir im Moment recht nutzlos erscheint. Der Schaden ist angerichtet. Du kannst hier nichts tun. Wie meinst du das, du bitter Zweiflerin? Ich bin Olmec. Ich kämpfe im Namen der Götter. Du klingst so fanatisch wie mein Mann. Der Narr. Welcher Mann wäre verrückt genug, eine so bösartige Zunge zu heiraten, alter Frau? Ha! Mein Mann ist Tezakatl, der Hexenmeister. Zeugte zwei Söhne mit mir. Und jetzt rennt er dem sicheren Tod in die Arme. Und ich muss tatenlos dabei zusehen, er sein Leben wegwirft, weil er dem Guten dienen will. Was hat er denn vor? Er will den König aus dem Totenreich mit seiner bescheidenen Magie bekämpfen. Doch ist er zum Sterben verdammt. Wo sind eure beiden Söhne? Sind sie im Kampfe gefallen? Ja, Quetzalcoatl hat ihre Körper wie Grashalme zerknickt. Schon bald wird mein Mann zu ihnen stoßen. Ich werde alleine zurückbleiben.
Was ist das, was du da zusammenbraust? Nichts Besonderes, heiliger Krieger. Nur ein einfaches Mittelchen für meine schmerzenden Knochen. Das Alter fordert seinen Preis. Eine leere Kupferschüssel. Muss wohl für Opfergaben benutzt worden sein. Kann der Schmerz einer Frau so groß sein? Weib, was sagst du? Warum weinst du so? Vergib mir, heiliger Krieger. Ich will nicht respektlos sein. Aber der Tod meines Mannes grämt mich noch. Er starb im Kampf mit Quetzalcoatl. Wer war dein Mann? Er hieß Tepiktok. Er war ein Krieger, aber auch der Fischer des Dorfes. Er hat von den Geschenken des Meeres gelebt und der Wassergöttin immer demütig gedankt. Auch liebte er die kühlen Mauern des Wassertempels, wo er Tage voller Meditation und Gebete verbrachte. Ich habe gesehen, dass der Wassertempel überflutet ist. Ja. Das war das Werk des Bösen. Quetzalcoatl hat eine Riesenwelle geschickt. Aber der Tempel steht noch immer stolz im Wasser. Warum macht sich diese Frau solche Sorgen? Was sagst du? Olmec? Du hier? Gelobet seien die Götter, dass sie unsere Gebete erhört haben. Eure Gebete haben mich erreicht und ich bin hier zu helfen. Wer bist du? Ich bin die Frau des Häuptlings. Warum blieb er von Quetzalcoatls Fluch verschont? Er betete gerade im Tempel des Jaguars, als das Böse über uns hereinbrach. Als das Echo des Todes ihn erreichte, war der Kampf bereits vorüber. Als er heraustrat, war das ganze Dorf verwüstet. Der Tradition nach musste er als letzter Überlebender Häuptling werden. Da er Quetzalcoatl als Häuptling nicht angreifen kann, ist er vollkommen verzweifelt und sieht sich als Feigling, weil er nicht mit den anderen Kriegern in der Schlacht gestorben ist. Was ist während der Schlacht passiert? Zuerst waren wir voller Freude, als unser alter König aus dem Reich der Toten zurückkehrte. Wir dachten, er sei gekommen, um uns zu vielen Siegen zu führen. Stattdessen kam er, uns zu töten. Obgleich unsere tapferen Krieger ehrvoll kämpften, löschte er sie aus wie Kerzenflammen. Als alle tot waren, traf uns sein dunkler Fluch. Was für ein Fluch! Er löste eine Sintflut aus, die den Tempel des Wassers völlig zerstörte. Er ließ die Erde beben, sodass Berge zerbrachen und fast alle Hütten und den Tempel der Winde begruben. Nur der Tempel des Jaguars widerstand seinen Kräften. Du sprichst von Traditionen, als seien sie etwas Schlechtes. Dein Mann sollte es als Ehre empfinden, nicht mehr Steinmetz, sondern Häuptling zu sein. Aber weiser Olmec, er hatte nie den Wunsch, Häuptling zu werden. Besonders nicht auf diesem Wege. Mit Erde und Stein zu arbeiten, war seine größte Freude und Erfüllung. Wer ist jetzt noch im Dorf? Außer uns sind nur eine Handvoll übrig. Mein Mann tut, was er kann, um alle Schäden zu reparieren. Doch seine Gedanken sind anderswo. Der Tod seiner geliebten Tochter lastet schwer auf ihm. Ist sie bei der Schlacht umgekommen? Mein Mann behauptet, sie sei von den Felsen erschlagen worden, die auch die Dorfmauern zerstörten. Du sprichst, als ob du an deinen eigenen Worten zweifelst. Ich kann's nicht ändern. Ich fühle, dass sie noch immer lebt. Dieser Arbeiter sieht stolz und kräftig aus. Du da! Wer bist du? Früher war ich der Steinmetz.
Jetzt bin ich Häuptling. Und du? Warum bist du ins Dorf gekommen? Ich bin Olmec, der heilige Krieger. Du wagst es mir, so wenig Respekt entgegenzubringen? Allerdings. Andere mögen vor dir Angst haben. Ich nicht. Wo warst du denn, als wir dich brauchten? Jetzt bedeutet deine Ankunft nichts mehr. Du bist zu spät. Wenn du meinst, dass ich zu spät bin, machst du einen Fehler. Ach was? Meine geliebte Tochter liegt unter diesen Steinen. Am Tag, als Quetzalcoatl kam, habe ich zu deinem Gott gebetet. Und du kommst jetzt? Alle Krieger sind tot. Die Tempel nur noch Ruinen. Meine Tochter lebt nicht mehr. Deine Tochter ist tot? Woher weißt du das? Sie war in ihrer Hütte, als die Steine drauf fielen. Schau dich doch um. Der Tod ist überall. Ich habe alles verloren. Also früher warst du Steinmetz. Ja, das ist schon seit Generationen das Handwerk meiner Familie. Ich forme den Stein nach meinem Willen. Aber als einfacher Handwerker ein Dorf zu leiten, wiegt schwer auf meinen schwachen Schultern. Es gibt Schlimmeres. Ich weiß. Ich habe gesehen, was mit Quetzalcoatls Feinden passiert ist. Seine Strafen sind immer vernichtend, im Tod wie im Leben, als er dieses Dorf noch als König regiert hatte. Ja, aber damals war er noch gerecht. Erst im Tod wurde er bösartig. Wir beteten ihn an, als er noch Fleisch und Blut war. Und als er starb, haben wir ihm einen kunstvollen Grabstein zum Gedenken gesetzt. Ich selber habe daran gearbeitet. Genauso wie an dem Schmuck, mit dem er behängt wurde. Steinmetz, ich muss mit dir reden. Ich habe mit dem Geist von Tepic Tok gesprochen. Dem Krieger und Ehemann von Chalchihut. Der Fischer? Sein Geist ist unter uns? Ja, du hast die Halskette, die seiner Frau gehört. Gib sie zurück, oder ich zerbreche dir jeden Knochen. Also gut, sage dem Geist, dass ich das Geschenk überbringe. Ich habe mit dem Steinmetz gesprochen, Toter. Er wird das Geschenk bringen, wie versprochen. Totempfahl. Kalchinosa. Dieser Weg ist offen. Felsen sind kein Hindernis für den mächtigen Olmec. Die Tochter des Steinmetzes sein. Deine Eltern vermissen dich sehr. Ich bringe dich nach Hause. Quadlikyu, meine Tochter. Du bist auferstanden von den Toten. Dummkopf! Sie war im Tempel eingeklemmt. Auch du hättest sie finden können, wenn du nicht so voller Selbstmitleid gewesen wärst. Oh, meine geliebte Tochter. Es tut mir so leid. Lauf zu deiner Mutter. Sie hat dich so vermisst.
Machen Musik! Etwas Größerem zu sein. In den Felsen gekratzte Bilder. Irgendwie muss dies der Schlüssel zum Wassertempel sein. Dies ist offensichtlich der Tempel des Wassers. Dies ist offensichtlich. Etwas Wichtiges hindeuten. Das Totem des Wassers. Das Ende ist nah. Quetzalcoatl wird uns alle vernichten, wenn ich nicht jemanden finde, der mir die Schale der Macht bringt. Wie ist dein Name, alter Ehrwürdiger? Mein Name ist Quetzalcoatl. Ich bin die letzte Hoffnung des Dorfs. Als Hexenmeister ist es meine Aufgabe, das Böse zu zerstören. Von was für einer Schale sprichst du? Der heiligen Schale der Macht. Sie enthält die Samen, die ich brauche, um dieses Unglück abzuwenden. Doch gibt es keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Warum nicht? Sie klebt an dem Baum, der vom flüssigen Feuer umgeben ist. Nichts kann der Hitze widerstehen. Und wie überlebt der Baum, wenn er von Feuer umgeben ist? Es ist Magie, so wie die Schale auf dem mächtigen Stamm wächst. Doch lässt der Zauber schon bald nach. Und dann werden alle Äste fallen und verglühen.
Es muss doch einen Weg geben, die Schale zu erreichen. Vielleicht das Ritual der alten Krieger könnte die Antwort sein. Ritual der Krieger? Was soll das denn ausrichten? Nach alten Überlieferungen sollen diese Rituale einen Krieger unverwundbar machen. Aber schon seit vielen Generationen hat niemand mehr sie durchgeführt. Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Helft mir. Verzeih mir, du Eiliger, aber es geht nicht. Ich erinnere mich nicht an alles, doch der Steinmetz kennt die Antworten. Er ist jetzt der Dorfhäuptling und du findest ihn bei den Hütten. Und warum sitzt du hier untätig herum, statt zu kämpfen? Was für ein Feigling bist du denn? Harte Worte, heiliger Krieger, doch meditiere ich und sammle meine Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfen werde, wenn die Zeit nur gekommen ist. Und wie willst du einen Gott besiegen, kleiner Mensch, du? Das ist unmöglich. Er ist viel zu stark für mich. Aber wenn ich ihn mit meiner Zauberei nur genug verärgere, wird er wertvolle Energie auf mich verschwenden. So geschwächt kannst du ihn dann besiegen. Ah, du würdest dich für das Dorf opfern? Es muss sein. Welchen Zauber willst du nutzen? Das Geistesfeuer. Eine mystische Energiewelle, deren Kraft aus den Seelen der Toten zustande kommt. Nahezu alle Tempel sind durch Quetzalcoatls dunkle Magie zerstört. Ja, die Totempfähler sind in großer Gefahr. Von welchen Totempfählen sprichst du? Die Statuen, die sich im Schutz der Tempel befinden, sie repräsentieren die Reinheit Gottes. Ich glaube, Quetzalcoatl fürchtet sie. Sonst würde er sie nicht zerstören wollen. Deine Frau trauert um dich, Hexenmeister. Sie weiß von meinen Plänen und fürchtet die Zukunft ohne mich. Sie hat gesehen, wie unsere beiden Kriegersöhne durch Quetzalcoatls Hände starben. Und bald schon muss sie mich begraben. Ich habe also deine Tochter gefunden. Jetzt ist es Zeit, an mir das Kriegerritual zu vollziehen. Du bist wirklich ehrwürdig, Olmec. Ich hoffe, dass du mir vergeben kannst. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Genug gejammert, Häuptling. Lass uns anfangen. Ja, ja, natürlich. Das Ritual hat zwei Teile. Zuerst musst du eine mutige, heroische Tat begehen. Das ist mit der Rückgabe meiner Tochter abgegolten. Danach musst du die Namen der großen, gefallenen Krieger aufsagen, in der Reihenfolge ihrer Abstammung. Dann beginnen wir doch mit Teil 2. Kennst du alle 6 Namen der großen Krieger vor deiner Zeit? Ja. Dann lass uns beginnen, Olmec. Nenne alle 6 Krieger. Fange mit dem Jüngsten an und ende mit dem Ältesten. Xylonen. Ometoch. Tepic-Tok.
Idiotl. Huitzilop. Mixquartl. Du bist sehr weise, großer Olmec. Jetzt kann dein Geist den Zauber des Landes empfangen, so wie er mir von meinem Vater und Großvater vermittelt wurde. Um dich vor den mächtigen Elementen zu schützen, werde ich dein Fleisch mit meinem Blut und den Kräften der Erde verbinden. Diese magische Schranke wird dir eine Zeit lang unschätzbare Dienste leisten. Wie lange reicht der Zauber? Nicht lange. Du musst sehr klug damit umgehen. Blut des Heiligen, Fleisch der Krieger. Verbunden mit dem Herz dieser Erde in Einheit von Schutz und Kraft, gib diesem edlen Krieger die heiligen Kräfte der tiefen Erde, um ihn vor den bösen Elementen zu schützen. Es ist vollbracht. Geh jetzt und verfolge dein Ziel, Olmec. Das Schicksal unseres Dorfes liegt in deinen Händen. Deines ehrenhaften Opfers ist das Dorf noch immer in Gefahr, alter Mann. Wir haben Quetzalcoatls Kräfte unterschätzt. Maske! Maske? Wovon redest du? Totenmaske. Gib ihm seine Kraft. Wo ist die Maske? Unter dem Erdgarten. Ein so etwas ist unange... Das Tod einer...
heiliger Krieger. Dieses Blut ist wirklich heilig. Aber du musst noch ein zweites Opfer bringen. Das Herz, das nicht blutet. Finde es und die Tür des Tempels wird dir offen stehen. Deine Opfer werden angenommen. Die Tempeltüren öffnen sich für den heiligen Olmec. Räder aus Stein. Was die wohl für einen Zweck haben? Sein? Die ganze Zeit? So einfach?
DNA-Test begonnen. Komm schon, jetzt brech bloß nicht auseinander, Mann! Molekulare Verbindung bestätigt. Ja! Testzyklus lädt DVD. Verschlüsselung abgeschlossen. Systemstilllegung aktiviert. Wird das Tor verschlossen. Hiermit wird das Tor verschlossen. Maske von Quetzalcoatl. Junge, du bist kräftig gefallen.
Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Zu Hause? Natürlich, du Quatschkopf. Du wolltest doch nach Hause, oder? Ja, ich wollte... Na also, sei jetzt still. Als du in den Kamin gefallen bist, hast du dir den Kopf angeschlagen. Und jetzt bist du ein bisschen verwirrt. Mein Kopf tut weh. Ich erinnere mich an... Genau, Junge. Du hast deinen Kopf am Kamin gestoßen. Jetzt denk nicht mehr dran. Ich passe auf dich auf. Kamin? Nein. Ich habe mir... Nein. Ich hatte einen Autounfall. Natürlich nicht, Junge. Du bist nur gegen... Ja, mein Auto. Ich bin gefahren und die Bremsen... Aber Max, wir haben so lange auf dich gewartet. Geh jetzt nicht. Wir? Wer? Ich und die kleine Sarah natürlich. Wer denn sonst um Kopf? Aber das kann nicht... Sarah ist tot. Sarah! Max ist hier. Max, du bist da. Du bist da. Hab dich so vermisst. Du lebst? Oh, mein Gott, Sarah, du bist... Nein! Du bist tot! Sie sind wirklich zäh. Ihr Arzt meinte, Sie hätten in dem Autowrack sterben müssen. Ich wünschte, die Sache wäre anders gelaufen, Max. Aber so ist es nun mal. Sie lassen mir keine Wahl, alter Freund. Haben Sie ernsthaft geglaubt, ich schaue mir es ruhig an, wenn Sie Ihre Ergebnisse veröffentlichen? Nein, dafür habe ich zu hart gearbeitet. Das ist wohl der Abschied, Max. Tut mir leid, dass es so enden muss. Auf Wiedersehen.